So, wann war die Sendung, heißt das Spiel Nummer 6. Ich nenne euch gleich eine Fernsehsendung und ihr müsst genau tippen, in welchem Jahr die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen lief. Tippen? Tippen. Also hier auf dem... Mit Vorschlägen oder ohne Vorschläge? Nein, keine Vorschläge. Einfach so. Einfach so. Ihr bekommt und gleich hier... Gleich Zahlen. Buzzern? Nee, eintippen auf okay, damit der andere... Nicht, okay, verstehe. Wir so. Spielen parallel. Genau, denn wir notieren dann, wenn wir uns angeguckt haben, was ihr getippt habt, die Abweichung vom korrekten Jahr. Verstehe, okay, gut. Und diese Abweichung addieren wir dann immer zu der nächsten Aufgabe. Heißt also in diesem Neues Fall... Neues aus Ulmbusch. Wer... Das heißt, in diesem Fall, wer weniger Punkte hat, ist natürlich besser dran, weil er die näher dran ist. Abweichungen hat. Ah, und das addiert sich? Genau. Also man kann, selbst wenn man mit den ersten zwei Fragen total daneben lag, immer noch wieder weiter. Okay, und wenn du das korrekte Ja hast, dann heißt das einfach keine Abweichung. Richtig. Okay. Kein Punkt. Okay. Wer nach 13 Aufgaben weniger Gesamtabweichung hat, gewinnt das Spiel. Ja, das geht schnell. Ja. Bei Gleichstand gibt es eine Entscheidungssendung, da kommen wir dann aber später zu. Wir haben ein Beispiel. Damit ihr auch wisst, wie das mit dem Pult funktioniert. Und zwar möchte ich jetzt ein Beispiel wissen, es gibt keine Punkte. Wann lief das erste Mal im deutschen Fernsehen Verstehen Sie Spaß? Also nicht versteckte Kamera, nicht Kennet-Kamera, sondern Verstehen Sie Spaß? Sollen wir jetzt so tippen ungefähr? Ihr tippt jetzt ungefähr. Und wenn ihr das ja habt, drückt ihr auf OK. Und dann gucken wir. Ihr habt beide gesagt 1985. Und es war... 1980. Okay. Jetzt kriegen beide 5 Punkte. Verstehe. Theoretisch. Beispiel natürlich jetzt nicht. Und dann beim nächsten Spiel kommt immer was dazu oder wird auch wieder abgezogen, eventuell. Wenn du richtig dran warst, ist es nur 1 Punkt, dann sagst du 6 Punkte und der andere kriegt 2 Punkte, dann sind 7. Dann ist es nicht mehr 5-5, sondern 7-5. Es wird nicht abgezogen, minus gezählt. Wenn du das verstanden hast, würde ich schon reichen. Ich wollte gerade sagen, lass ihn einfach reden. Der Abstand wird kleiner. Der Abstand wird kleiner, nicht die Punktzahl. Ja. Okay, okay. Aber ihr kriegt das auch gleich raus. Ist ganz einfach. Also, das Spielprinzip ist verstanden. Ihr könnt ruhig, wenn ihr... Ihr seid nicht da. Ihr könnt ruhig den Rennanzug so ein bisschen runterziehen. Ja, ihr, das ist... Weil es ist natürlich nicht auch, besser. Nee, mach ruhig gut. Ich fühle mich ehrlich gesagt feuerfest, ganz gut gekleidet. Ja? Möchtest du auch? Mir geht's gut. Okay. Nicht, dass du hier... Mir geht's schon. Immer warm um die Nieren, hat meine Mutter gesagt. Ja? So. Meine Mutter hat heute gesagt, ich habe die Haare schön. Und wo sie recht hat, hat sie recht. Ja. So, komm. Okay, also jetzt geht's los. Hier die erste Fernsehsendung. Wir suchen die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen von Lindenstraße. Wann lief die erste Folge der Lindenstraße im deutschen Fernsehen? Wir haben bei Moritz einmal 1982, bei Johannes haben wir 1981 und es war 1985. Ach. Damit 3 Punkte für Moritz, 4 Punkte für Johannes. Okay. Heißt in diesem Fall noch, Moritz ist besser dran, weil er ganz weniger klar. Punkte verstanden. Hat. Ja, so. Kann sich aber jetzt sofort ändern mit der nächsten Sendung. Wann lief die Heute-Show? Erstausstrahlung der Heute-Show. Olli Welke. Warte, ich glaube, da hast du... Oh, das war eine 8, das wollte ich nicht. Ja, 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 ich glaube, ich das weiß, Jahr was du kommt meinst. Erst noch. Ich glaube, du kannst es leider nicht ändern. Nee, geht nicht. Nee, aber ich... Ah, jetzt. Ja. So. Ja, das wäre in weiter Zukunft. Weiter ferner Zukunft. So, Moritz hatte, nachdem er 2865 eingegeben hatte, 2015, Johannes meint 2011. Und die Heute-Show lief zum allerersten Mal 2009. Johannes dichter dran, kriegt 2 Punkte dazu. Moritz, 6 Punkte dazu. Das heißt, im Moment steht es 9-6, aber weniger Punkte bedeutet ja besser. Deswegen führt Johannes. Habt ihr das jetzt verstanden? Wann war die deutsche Erstausstrahlung von Wer wird Millionär? Kann man auch zu Hause immer gut mitraten.
Solange ich nicht okay gemacht habe, kann ich noch mal klären. Ja. Das ist doch gemein, das weiß er doch alles viel besser. Das weißt du doch. Ich weiß es gar nicht. Länger her als man denkt. Ja. So. Und Moritz hat schon eingeloggt. Oh Gott. Mach nochmal neu. Ja. So. Moritz sagt 2000. Johannes sagt 1999. Dann lieber also, so weit seid ihr zumindest schon mal nicht auseinander. Und Wer wird Millionär startete 1999. Genau richtig getroffen. Naja. Aber nur ein Punkt. Nur ein Punkt. Okay. Naja. Nur das, ein Punkt. Das würde ich sagen, ist von beiden. Was hattest du vorher? Dass du immer ich hatte 1998. Okay. Ja. 10 zu 6, aber es sind nur 4 Punkte Unterschied. Das kann sich mit einer Sendung sofort wieder ändern. Vielleicht mit dieser hier. Natürlich. Wetten das? Wann war die erste Sendung Wetten das im deutschen Fernsehen? Wild Guess. Moritz hat schon eingeloggt. Wahrscheinlich früher. Man will es ja richtig machen, aber es ja, ist... Ja, ja. Was mir alles gerade durchs Gehirn gewittert, das ist unfassbar. Frank Elsner da mit breiter Krawatte und... Wow. Ich fand am lustigsten immer diesen Ted. Ach, das war da auch noch, ja. Natürlich. Ach ja, richtig. Stimmt. Wenn am Ende der... Hast du doch noch gar nicht auf der Welt, sag mal. Danke. Naja. Dafür gibt's später eine Hafermilch. Gut, mal älter. So, Moritz sagt 1982. Zu spät, früher, ne? Johannes sagt 1977. Kann er sein, genau dazwischen. Und es war 1981. Moritz nicht da dran. Gut. Macht quasi 3 Punkte jetzt schon wieder gut. 11 zu 10, nur noch geil. Ein Punkt Rückstand. Gutes Spiel. Ja. Lustig. Hier die nächste Sendung. Die Sendung mit der Maus. Oh, Scheiße. Oh. Ich kann dieses Oh jetzt nicht deuten, von wegen Oh, wie schön oder Oh, wie schwer oder Oh, das weiß jeder. Hatte. Psst. Don't. Don't, Elton. Was denn? Ich weiß, was du sagen wolltest. Ich bin auch zwiegespalten. Warum? Ja. Weil ich denke, es war früher, aber es gab, dann denke ich wieder so, nee, das war gar nicht ganz so früh. Also es hatte auf jeden Fall Jubiläum. Ja, gut. Kann das alles sein. Das 10 Jahre Sendung mit der Maus. Ja. Das 6. Johannes, fangen wir da mal mit an, sagt 1972. Echt zu früh, meinst du? Und nein. Moritz 1980. Die Maus hatte 50-jähriges Jubiläum und hat 1971 erst angefangen. Zu früh, ne? Ich wusste 50 Jahre. Das, ich dachte immer, auf 21 oder 22. Später. Ja. Da gab es noch Rappelkiste, kennst du noch? Ratz und Rübe, ja, Ratz und Rübe. Für die Älteren unter euch. Und da war, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Und dann war das gab es auch noch. Das ist eine Fabrik. Und was läuft denn da runter? Das ist ein Fließband. Ja, Fließband? Ja, das ist Karton. Das ist wieder die Maus. So. Das ist ja, ja. 20 zu 11, 9 Punkte Rückstand. Aber wie gesagt, Elefant kam später. Ja, auch. Ja, ne? Elefant kam später. Oh Gott, die beiden, wie süß. Ja, und dann kam noch die Ente. Nein, so wie Bibo und Samson erst später zur Sesamstraße. Seit wann wird der Vorspann in einer anderen Sprache gesprochen? So, Elton, jetzt sag mal. Jetzt kommst du. Und in der ersten Folge hat die Maus noch geredet. So. Wirklich? Ja, so, jetzt ihr wieder. So, okay. Wir machen aber weiter mit der nächsten Sendung. Wann war die deutsche Erstausstrahlung von Big Brother? Deutsche Erstausstrahlung, Big Brother. So, sagt sich Moritz.
Da habe ich Anhaltspunkte. Sehr gut. Ja. Eckpfeiler. Habe ich auch gesehen, die Staffel damals. Ja. Ja. Ich glaube, also, die hat tatsächlich. War ein Riesenskandal damals. Hat jeder, glaube ich, tatsächlich damals. Riesenskandal. Der Niedergang des Fernsehens und so. Ja, so ja, ja. Ja. Eingesperrte Menschen. Hießen die beiden noch? Ich weiß es nicht. So. Das ist keine Antwort. Ja, ich habe es in Zahlen gefasst. Meinst du Slatko und Jürgen? Genau. Oh Gott, genau. Oh Gott. Johannes sagt 1999. Moritz sagt 2003. Was sind denn deine Eckpfeiler? Bestimmte Dinge, die in meinem Leben zu der damaligen Zeit passiert sind. Das musst du jetzt auch gar nicht sehen. Es gibt Eckpfeiler, aber ich kann mich auch irren. Hast du da den Führerschein gemacht oder wiederbekommen? Nein. Nein, nein, nein. Big Brother, die erste Staffel war 2000. Johannes nicht da dran, aber trotzdem Moritz dich dran. 2000. Ja. Abstand vergrößert sich zwar, aber dranbleiben, Moritz, ne? Nächste Sendung. Ein Fall für zwei. Ach, oh. Oh, oh, oh. Mal keine wirkliche Show. Das ist Krimi. Ist ein Krimi. Ja, ja, ich weiß schon. Alters Abends. Ein Fall für zwei. War das Klaus-Theo Gärtner? Ja. Ja. Klaus-Theo Gärtner. Da bist du, das ist dein Metier. Das ist. Ja, aber das ist. Ich krieg die auch alle mal durcheinander. Dann der, aber das ist der alte Fall für zwei. Ja, der alte war früher. Nichts weiß ich gar nicht. Sprecht ihr euch jetzt hier ab? Derek oder? War früher noch. Derek, war ja, noch Derek. Das war aber früher. Ein Fall für zwei. Ja, Kommissar gab es ja auch noch. Kann bei mir ein ganz großer Fail sein. Ja, aber das ist ja das Spiel. Ja, das Schöne das an dem Spiel, ja, ja, das dass ja man das da Spiel. Wieder. Ich mach's nicht absichtlich. Also, beide machen es spannend, weil beide haben eine andere Dekade tatsächlich. Moritz. Ach, Dekade, okay, das ist Jahrzehnte. Moritz sagt 1972. Oh, wow. Später sagst du 80er. Ich sag später, Johannes sagt 1984. Da war ich mir nicht sicher, ob das in diese 80er das, oder 70er das weiß gerade ich. Gehört. Aber ich weiß es einfach nicht. Wenn Moritz 1982 eingetippt hätte, wäre es sehr gut gewesen. Denn 1981 Scheiße. War die erste Ausstrahlung von Scheiße. Ein Fall. Was hattest du? 72. 72. Oh. Nee, ich hatte das noch. Scheiße. Ich sehe leider nicht, wie viel der Aufgabe jetzt gleich kommt, aber jetzt wird es dann doch ein bisschen eng. Achte Sendung kommt jetzt. Und zwar das Duell um die Welt. Wann war die erste Show das Duell um war das Welt? Die Welt? War das die erste Joko und Klaas Show? Weiß ich nicht. Nichts verwechseln stopp, mit Helden reist. Bin ich mir sehr unsicher, aber. Ich weiß es einfach nicht. Nee, das ist. Irgendwas cool. Eintippen? Nee, das ist. 40. Zack. So, was ist mit 40, 30? Ich habe überlegt, wie alt Joko ist und ach, wie alt er da war, und aber ich weiß es auch nicht. Beide relativ wieder dicht dran. Johannes sagt 2013, Moritz sagt 2016. Die erste Sendung, Duell um die Welt, lief 2012. Scheiße, Mann. Wieder Johannes dicht daran. So, wenn Johannes mal irgendwann ordentlich daneben liegt, dann wird es nochmal spannend. Wie sieht es denn mit dieser Sendung aus, Herr Kerner? Es geht um ein Herz und eine Seele. Ekel Alfred. Ah. Boah. Schwer. Das ist Punsch, du dusselige Kuh. Schön, wie alle hier auch im Studio mitraten. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß am Anfang. Farbfernsehen. Schwarz-Weiß.
I don't know. Schwer. Zeigst du mir gerade den Finger? Entschuldigung. So. Jetzt wird's wieder spannend. Ja. will ich auch nicht. Moritz sagt 1963. Kann sein, ja. Johannes sagt 1966. Mhm. Und ein Herz und eine Seele war Erstausstrahlung 1973. What? Was? So und noch schwarz-weiß aus. Es war noch am Anfang schwarz. Ja, aber da gab es doch schon Anfangs. Nee, danach war es in Farbe. Aber die ersten waren noch in schwarz-weiß. Aber 69 gab es Farbfernsehen. Dann war das ein Stil. Ja, das muss wieder gewinnen. Das kann nicht stimmen. Scheiße. Na, du hast doch gewonnen. Ja, aber ja. Ja, gewonnen hat noch keiner. Aber jetzt, naja, jetzt 46 zu 23, jetzt 4 Aufgaben haben wir noch. Es wird sehr, sehr dünn. Aber, vor allem, weil ja eigentlich beide relativ immer dicht waren. Nur ein Ausrutscher gehabt ist. Hier die nächste Sendung. Und zwar geht es um TV Total. Natürlich. Wann war die erste Sendung TV Total? Ich weiß noch, wann meine erste war, aber... Ich würde mal so ein bisschen zurückrechnen vom Showpraktikanten. muss ich kurz nachdenken. Um 23. 3. 94 war er noch bei Viva. 94 bei Viva. 98. Ah. TV Total. Sehr jung. Da war er noch sehr jung. Nee, nein, ich weiß noch, dass Stefan 94 bei der Fußball-WM in Amerika Birdie Vogts gesungen hat. Er war noch bei Viva, glaube ich. Ach du Scheiße, ist das so gut, dass du das sagst? So. Ich kann ja noch mal clear machen, ne? Ja, aber vielleicht war auch nicht mehr bei Viva, aber ich meine das. Ich weiß nicht, ob du noch, du hast ja schon eingeloggt. Ich weiß ich nicht, ob sage einfach geht. TV Total. Aber du meintest doch, ich könnte clearen. Warte mal. Ja, aber kannst es ja gerne probieren. Warte mal, Birdie Fuchs, da hat er doch noch diese, da hat er doch noch die Piken getragen und die Lederpatches auf den Knien von der hellblauen Jeans und so. Die trägt er heute immer noch. Aber es das geht ja. Nee, komm, ich lass das so. Es lass geht ja so. Um TV Total, nur mal zur Information. Johannes braucht einen Tick länger, aber ist auch... Es ist Entschuldigung. Egal, komm. Du führst ja auch somit alles gut. Ich will jetzt einfach keinen großen Bock schießen, darum geht's ja jetzt. Ja. Du hast noch gar keinen Bock geschossen. Weder groß noch klein. 15, 2, 2, 3, zack, bam. Und gib ihm und zack, bam. So. Tja, und jetzt... Ach, der Elten. Ja, also ich habe angefangen bei TV Total 2001. Ups. Dann bin ich schon mal raus. Und richtige Zahl. Also, ach so, du hast schon, wir lösen jetzt mal auf. Johannes sagt 2002. Moritz sagt 1998. Und es war 1999. Okay. Gut. Sehr gut. Bringt nicht viel. Aber 2 Punkte immerhin Weiß. Gut gemacht. Nächste Sendung. Die Schwarzwaldklinik. Oh. Ah. Alles so, ne? Oh. So, diesmal hat Johannes schnell getippt, aber noch nicht. Ich habe die Lindenstraße gerade. Ja, man hat die Lindenstraße im Kopf. Ja, ja. Das geht auch so. Ja, warte mal, Schwarzwaldklinik. Oder ist das Traumschiff? Nee, ne? Nee, nee, nee. Nein. Nee, schon richtig, glaube ich. Warte. Wie gesagt, morgen 22.05 Uhr. Schwarzwaldklinik. N3. Schauen Sie einfach mal rein. Schwarzwaldklinik, ja. Obwohl, kann ich clear nochmal? Ich glaube nicht. Wenn du einmal ausläufst, es sei denn, es war, da hat die ja. Regie gerne wieder, weil du da 2800 geschrieben hattest. So. Moritz sagt 82. Johannes sagt 84. Ja, ist besser. Du bist besser. Warum? Was meinst du? Weil, wieder, ich versuche mich jetzt, wie klein ich da war. Und ich glaube, es war ein bisschen später. Ich glaube, aus 85, 84. 85. Wie klein du da warst? Ja. Es war 1985. Siehst du, scheiße. Die 2 Punkte wieder gut gemacht. Ja, 50 zu 27. In diesem Fall für Johannes. Nächste Sendung. Machen wir es jetzt schnell. Die Tagesschau.
erste Ausgabe der Tagesschau im deutschen Fernsehen? Boah, das ist schwer. Ja. Johannes hat diesmal eingeloggt. Das erste Mal als Erster. Ist das wirklich so? Ja. Oh Gott. Das kann doch. Aber ist ja nicht. Darum geht's ja hier. Da bin ich jetzt ganz schlecht. Naja, sagen wir so, ihr seid beide nicht dran. Moritz sagt 1960. Johannes sagt 1959. Ja, naja. Noch früher, glaube ich, oder? Ja, wenn du sagst noch früher, warum tippst du es denn nicht ein? Weiß ich doch nicht. Du sagst immer, ja, nee, war noch früher. Ah, nee, war. Du bist schuld. Darauf hatten wir uns gar nicht so. Wir hatten uns heute sowieso darauf geeinigt, dass egal was passiert ist, Elton ist schuld. Und ja, er ist jetzt schon sehr nah dran. Ja. Er ist schuld. Ja, man muss ja heute aufpassen, was man so sagt. Es wird alles auf die Goldwaage gepackt. Tagesschau, erste Folge 1952. Upsi. Oh. Warum hab ich eine Aufgabe haben wir noch. Es steht jetzt 58 zu 34. Ein kleines Wunder müsste passieren. Johannes müsste sich um 24 Jahre verschätzen. Das ist easy. Vielleicht passiert das ja mit dieser Sendung. Es geht um Unter uns. Come on. Ach, come on. Was, come ey, on. Was, ey? Unter uns, das ist... Und ist eine sehr... Fällt mir jetzt auch nichts zu ein, aber... Da kann das auf jeden Fall passieren mit dem... Kult. Du kennst das, Moritz? Ich weiß, was das ist, ja. Ist das eine ARD-Serie? Ich darf keine Tipps geben. Dann frage ich hier, ist es eine ARD-Serie? Es wird nur gelacht. Unter uns. Nein, als gute Zeiten, schlechte Zeiten rauskam. Nein, man dachte, du willst mich jetzt auf die 25 Jahre. Unter uns, come on. Ich, mit allem Respekt, aber ich gucke keine Serien. Ich weiß es einfach nicht. Ja, dann tipp doch was ein. Das ist keine gute Nachricht hier. Das ist eine sehr gute Nachricht. Weil du weißt es? Ja, ist halt ein moderner Titel, das ist ja schon mal klar. Ne? Unter uns, verstehst du? So ja. Hat man Serien wie Blackout. Damals nicht genannt. Blackout. Ja, aber irgendwas muss ja, da ja, ist mir schon. Ich habe das Spiel verstanden, danke. Das ist diese Tiersendung. Hör doch auf jetzt. Ich hab so einen Horror, dass ich das verwechsel mit Unter deutschen Dächern und auf einmal ist das irgendwas und ich bin im völlig falschen Film. Das kann ja auch mal sein. Ja. Deshalb. Aber es ist ja kein Film, es ist ja eine Serie. Also, Entschuldigung? Nee, vergiss es. Okay, ich hab's nicht verstanden, akustisch. War auch nicht so witzig. Das ist eine Serie, da kann man so auch nicht unbedingt sagen. Du hast 24 Punkte Vorsprung. Ja, also gleich sind sie weg. Pass mal auf, wie schnell das geht. Dann drück. Und jetzt machst du mir Druck, ja? Naja. Und zwar sollst du drucken. Ich weiß es nicht und es wird nicht besser vom Nicht-Drücken. Ja, ich weiß es einfach nicht. So, Moritz sagt 1999. Yes. Johannes sagt gesagt? Nee. 1995, so das heißt, das Wunder bleibt erstmal aus. Aber wer war denn jetzt tatsächlich dichter dran? Du jetzt, pass mal auf. Unter uns war 1994. Scheiße. Und somit ist Johannes Dicker da auch da. Dichter dran und gewinnt. Nein, was eine RTL-Soap. Eine RTL-Soap, okay. Ja. Bin so, aus. Das waren 6 Punkte für Johannes Bekerner. Und damit gewinnt er am heutigen Abend das erste Mal 2 Spiele hintereinander. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ne, damit euch kein Video mehr entgeht. Glocke, abonnieren, das ganze Zeug.